Verdammt. Ich wollte die letzte Folge eigentlich länger machen. Ich hab's vergessen. Entschuldigung. Ich sah nur auf der Uhr hier 15 Minuten und mach der Gewohnheit, drück dich auf den Aufnahmestopp-Knopf. Dabei wollte ich eigentlich tatsächlich noch ein bisschen länger machen, so. Ihr leistet schnelle Arbeit. Seid ihr bereit, euch den Löwen zu stellen? Bereit. Wie komme ich an den Wachen vorbei? Wollen wir mal sehen, wer gerade Dienst hat. Ah, Quinton. Er ist ein Hohlkopf. Er öffnet einfach die Tür für eine lange Reihe hübscher Gesichter. Sagt ihm, dass ihr hier seid, um Hauptmann Balrogs widerliche Triebe zu befriedigen. Aber seid euch bewusst, dass ihr es wahrscheinlich mit dem Hauptmann selbst aufnehmen müsst. Wer ist die andere diensthabende Wache? Seyran, diese Schlampe. Eine Säuferin. Ihr wollt, dass sie Platz macht? Dann kauft ihr einfach etwas Ale. Aber wisst ihr was? Ich schulde ihr was. Warum überzeugt ihr sie nicht davon, Platz zu machen? Erzählt ihr doch, ihr hättet ein kleines Fässchen unter der Brücke hinter der Hütte für sie bereitgestellt. Liebe Freunde von Zenimax, ihr wisst, wer zuschaut bei mir, ne? Was hat Seyran euch angetan? Was habt ihr jetzt vor? Die Fehde ist noch nicht sehr alt. Aber ich habe schon genug Gelegenheiten gehabt, um reichlich Groll zu hegen. Sagen wir einfach, dass sie mich etwas gekostet hat. Und bezüglich dessen, was ich jetzt tun werde, das liegt an euch. Bringt sie nur irgendwie dazu, sich zu verziehen. Danke für die Hinweise. Wo sollen wir uns treffen? Sobald ihr habt, was ihr sucht, macht ihr euch zu Krins Anwesen auf. Wir müssen dort hineingelangen, wenn wir unsere Berichte zurückhaben wollen. Ich werde euch dort treffen. Gut, dann müssen wir noch das Durchsturzbündnis um ihre Beweise entledigen. Und da haben wir den ersten. Ihr müsst das neueste Spielzeug von Hauptmann Balrog sein. Ihr seid auf jeden Fall sein Typ. Entschuldigung. Tut nicht so schüchtern. Der Hauptmann hat Rendros Puffmutter schon Berge an kaiserlicher Münze bezahlt. Ich würde ihn lieber nicht warten lassen, aber wappnet euch für seine Begierden. Alter, was sind das hier für Wörter? Schlampe, Puffmutter. Ja gut, ich habe noch ein Wort gehört, was alles toppen kann. Ja, das ist der Hammer. Ihr habt recht, er wartet schon auf mich. Schon gut. Geht einfach hinein und zupft die Harfe, wenn ihr bereit seid. Der Hauptmann legt sehr großen Wert auf den ersten Eindruck. Dann gehe ich einfach mal rein. Aber wenn ich merke, dass ich hier ein Auge bin. Hey, guck mal. Gleich direkt einkassieren, ja. Hat sich schon gelohnt, hier hochzugehen. Nicht so viel Zeit, deswegen gucke ich mal schnell. Hauptmann, Martin will weiter unbedingt Einzelheiten wissen. Ach, will er das? Und weiterhin erzähle ich ihm überhaupt nichts. Wir halten uns höchst bedacht von den Blutdorn fern. Egal, was die vorhaben. Wir können es uns nicht leisten, mit ihnen einen Tropf geworfen zu werden. In der Zwischenzeit arbeitet Lerigno weiter an der Nachschublinie. Wir haben einen Quartiermeister in Wegesruh mit einem Alkoholproblem und einen Wachhauptmann in Schildwacht gefunden, der tief in Spielschulden steckt. Wir sind uns sicher, dass wir schon bald mit den Transporten von Lieferungen über die Grenze hinweg beginnen können. Lasst von euch hören. Cut von den roten Nägeln. Also wenn ich einen Cut unter den Nägeln habe, habe ich garantiert auch rote Nägel. An den edlen Sir Volkong teil, ehemaliges Mitglied der Löwengarde. Mein Name ist Hauptmann Balrog Kromak und ich glaube, dass wir so manches gemeinsam haben. Wir sind beide Ehrenmänner, Männer mit einer einzigartigen Vision. Meine Verbündeten versicherten mir, dass die Anschuldigungen gegen euch heillos sind und dass man euch schikaniert, verfolgt. Lasst mich wissen, wenn ich jemals etwas für euch tun kann. Als Zeichen meines guten Willens habe ich ein paar Kleinodien und Bücher beigelegt. Mir wurde zu verstehen gegeben, dass ihr an den magischen Küsten interessiert seid. Und ich habe keine Verwendung für diese alten Dinge. Die Toten von Ostmarsch haben ja lange genug geschlafen. Verwendet sie weise. Mit respektvollen Grüßen, Hauptmann Balrog. Okay? Ein Ork, der Untote offenbar verkauft. Beschwört den Hauptmann und besiegt ihn. Hi. Als ihr Ärger sucht,
Dann habt ihr ihn gefunden. Das war Grumak. So, bevor irgendjemand kommt, verschwinde ich aus dieser Tür hier. Oh, Schmerz. So, haben wir mal eben Hauptmangel umgelegt. So. Oh Gott, ist das klein. Zu Händen von Hauptmann Albert Mark mit meisten ergebensten Grüßen. Werter Hauptmann, ich freue mich sehr, nächsten Monat Schildwacht mit meiner Anwesenheit beehren zu dürfen. Ich wollte euch auf diese Wege meinen Dank aussprechen. Für die Vorbereitung, die ihr zur Erwartung meiner Ankunft getroffen habt. Ich wollte euch wissen lassen, dass ich mit jemandem aus dem Umfeld meiner Organisation in Kontakt stehe. Einem Vertrauten namens Srashi. Vielleicht kennt ihr ihn. Ja? Er hat mir... Ich weiß nie, wie ich das richtig betonen soll. Er hat mir die Leibwache, die Essensvorbereitung und so weiter bestätigt. Er hat mich außerdem darüber in Kenntnis gesetzt, dass die meisten der von euch angeheuerten Leibwächter frühere Elitesoldaten des Rings der Drache sind. Des Rings der Dolche, Entschuldigung. Das ein einzigartiges und auf gesüßten Mondzucker basierendes Gift aus Morrowind importiert wurde und das Gesandte von König Pharajats innerem Zirkel dabei gesehen wurden, wie sie spät nachts euer Haus betraten und verließen. Ich hoffe, dieser Brief trifft euch in bester Gesundheit an und ich hoffe, dass meine Vorausmannschaft euch schlafend antrifft. Grüße, Krin Rendro. Oh Gott. Bitte schreibt in Areal oder in... Wie ist denn das andere? Kaladra oder was auch immer die... Schriftart hieß. Das ist ja abartig zu lesen. So, fertig. Nun, was habt ihr herausgefunden? Werf mal einen Blick darauf. Das sagen die Händler übrigens auch immer zu mir. Sehr gut gemacht. Klare Verbindungen. Ja, Verbindungen zwischen Rendro und Agenten in Riften, tief im Herzen des Pakts. Und Schriftverkehr mit einem Agenten in Schildwacht. Das Bündnis hat hier überall seine Finger im Spiel. Was machen wir jetzt? Unser Hauptziel sollte es jetzt sein, alle Dokumente zurückzubekommen, die Rendro von den Augen gestohlen hat. Es gibt nur einen Ort, an dem sie sein könnten. In seinem Anwesen. Das Problem dabei ist nur, dass dort alles vor Wachen überquillt. Noch mehr Heimlichkeiten und Manipulation? Beim Grünen, damit bin ich fertig. Diese Bastarde haben sich genug entspannt. Geht in die Trinkzelte und legt Feuer. Tötet jeden, der euch aufhalten will. Verursacht genug Aufregung und Rendros Leute werden angelaufen kommen. Dann macht ihr euch zum Anwesen auf. Ich werde das erledigen. Feuer legen, wie das brennt. Ach, da hinten. Wir nehmen nicht die Brücke. Hey. Holt Wasser! Uiuiui. Lach im Feuer. Haben die mich jetzt angegriffen, weil ich... Die Zelte brennen! Okay, die greifen automatisch an. Kannst du mich nicht besiegen? Es ist fatal, dass sie ausgerechnet auf mich treffen. Feuer! Ah.
Ah, hier. Ja, so ist das recht. So. Was ist denn hier los? Feuer! Niemand rührt sich von der Stelle. Holt Wasser! Ach, der Herr des Hauses ist mir direkt vorbeigelaufen. Oh, nicht schlecht. Dann rennen wir mal zu ihm rein. Das rennt er auch einfach so raus, ne? Wie kann er das wagen? So, was haben wir hier? Wir haben dort... Der Wagen sieht so verdächtig aus. Aha, ein Salatkorb. Ich hätte es doch wissen müssen. Ich dachte gerade, da waren riesige Wachhunde. Wäre auch kein Problem. Die hätte ich auch einfach nur so weggebasht. Durchsucht das Herrenhaus von Grinrendro. Zunächst mal hoch. Ach, da ist sie ja schon. Wie sind die reingekommen? Er muss es irgendwo hier versteckt haben. Ich kann es riechen. Sucht weiter. Ja, sein Pech. Hier sind zwei Augen. Fetter Zurika. Wir müssen diese Idioten... Fetter Zurika. Wir müssen diese Idiotinnen Matisen im Auge behalten. Im Moment gehen ihre Pläne nicht über die... über Auridon hinaus. Aber wenn sie es schaffen, die Insel einzunehmen, können sie problematisch werden. Wir zählen auf euch. Haltet eure Krallen scharf und eure Augen offen. Meidet diesen hier sofort jegliche neue Entwicklung. Meldet. Ach, da oben ist auch noch was. Gut, dann gucke ich mal hier lang. Rekrutiert eine Waldläuferin. Ich habe eure Entschuldigung satt. Die Dämmerranken-Waldläufer gehören zu den effektivsten und tödlichsten Assassinen von ganz Tamriel. Vor Jahren... Oh, diese Schrift schon wieder. Vor Jahresende werde ich eine von ihnen auf meiner Gehaltsliste haben. Sie wird an meiner Seite sein und mich Tag und Nacht bewachen. Gekleidet in ihre Rüstung. Das hier ist keine Bitte. Ich habe gutes Geld für eure Dienste bezahlt. Mich interessiert es nicht, was auf den Triladan-Pass hier in... oder in Wulain passiert ist. Reist nach Valenwald und rekrutiert mir eine Waldläuferin. Ich kann euch versichern, dass mein aktuelles Angebot an Meuchelmördern mehr als ausreichend ist, um mit euch fertig zu werden, wenn ihr das nicht tut. Boah, der droht auch noch die Leute. Also den müssen wir definitiv ausschalten. Mal gucken, was hat er noch hier? Ein Schrank, den kann man nicht öffnen. Das wird bestimmt später noch wichtig. Sonst ist hier nichts. Dann kommen wir mal hier. Das war offenbar seine Sekretärin oder so. Grin, ich bin die letzten Berichte der Briefe durchgegangen. Hier ist eine Zusammenfassung, die nur die Titel und einige Anmerkungen enthält. Wir können diese Dinge nächste Woche genauer besprechen. Haltet eure Krallen scharf. Matisenstrahl-Eigenschaften und Anwendungsberichte. Ein Ressourcenbericht. Wir brauchen unbedingt was von dem Zeug. Könnt ihr euch vorlesen, durchlesen. L2 ja eine ungenutzte Ressource. Ich habe hinter dem Haus etwas gefunden. Wir treffen uns dort. Ich war übrigens noch nicht fertig. Grin. Grin, ach du Scheiße. Grin. Hier ein paar der wichtigsten Transaktionen der letzten Wochen. Alles, was ich hier nicht aufgeführt habe, läuft im Wesentlichen wie erhofft. Und vergesst nicht eure Base? Nicht eurer Base von einem Kind, von ihrem Kind zu erzählen. Ach, so soll das heißen. Und vergesst nicht, eure Base von ihren Kind zu erzählen. Jo, was geht? Keine Ahnung, wie sie drauf kommen,
drauf kam, yo, dass er mit euch mithalten konnte. Ich habe seine Überreste nach Dieserine geschickt. Trolle sind immer hungrig. Des Weiteren werde ich nichts mehr vorlesen. Das könnt ihr ja pausieren und selbst durchlesen. Das ist einfach viel zu viel. Oh, ich Schalke haben wir voll und ganz am Haken. Hätte nie gedacht, dass es so nützlich sein könnte, jemanden wie sie in der Hand zu haben. Aber sie hat sich als erstaunlich informativ erwiesen. Offenbar ist die Arena den Suff zuträglich. Ah. Moment, das wird sehr interessant. Ich glaube, das ist ein bisschen mit dem Schleiererbe zusammen. Es kommen weitere Zahlungen aus Geschäften in Düne und Knorkar rein. Unser letzter Vorstoß in Düne hat eine Menge eingebracht. Ich habe alle Leute aus Arinthia abgezogen. Bin mir nicht sicher, was ich von der Lage dort halten soll. Adran hat 2 Laub-Nektarbrot und eine Flasche Pflaumenbrandy geschickt. Er ist mit seiner Zahlung im Rückstand, aber unser Agent meint, dass er dafür gerade stehen wird. Wir sollten ihn noch 1 oder 2 Wochen geben. Die verdammten Adler haben einen unserer Betriebe in Himmelswacht stillgelegt. Malion sitzt nicht in einer Zelle, noch nicht. Aber wir müssen unsere Beziehung zu dieser Stadt überdenken. Das ist übrigens Auridon, Himmelswacht. Wir haben den Kontakt zu unseren Agenten bei den Rotsonnenbanditen verloren. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was da passiert ist, aber irgendwas Verrücktes geht da in Malabeltor vor sich. Wir sollten erst einmal abwarten, ob er sich meldet. Helle Munde. Okay, ich glaube, die mit den Rotsonnenbanditen, das waren wir. Weil wir waren da nämlich auch schon mal lang gegangen. Wir haben auch alles abgefrühstückt. Und ich glaube, da haben wir auch einen Informanten kaputtgeschlagen. Der will sich so oder so nie wieder melden. Hinter dem Haus hat sie was gefunden, also gehe ich mal da lang. Heute mal eine etwas längere Folge. Warte mal, das ist wichtiger hier. Vor diese Blaulicht-Marathon da vorne gerade bei mir. Ich habe einen Zettel in einem der Schreibtische gefunden, der von dieser Klappe hier hinten sprach. Ratet mal, was dort unten ist. Ich habe nicht einmal einen Hauch einer Idee. Es ist ein geheimer Unterschlupf. Rendro hat einen geheimen Unterschlupf. Wahrscheinlich treibt er dort unten seine wichtigsten Geschäfte. Wenn ich mich zur Ruhe setze, will ich auch mein eigenes Versteck. Ihr glaubt also, dass wir ihn dort finden werden? Oh, ja. Ja, ich bin mir fast absolut sicher, dass er dort steckt. Was sagt ihr dazu, meine Freundin? Seid ihr bereit, einem Verräter die Gerechtigkeit der Königin zuteilwerden zu lassen? Ich folge euch auf den Fuße, Kariel. Nach Eden. So, dann gehen wir mal runter. Schauen wir mal, ob wir ihn da finden werden. Ich möchte nicht in seine Haut stecken. Wo die Augen hinschauen, da fließt Blut. Vertreib den Fluss, Bretonin. Dem habe ich nie zugestimmt. Kommt mir nicht zu nahe, Exe. Euer Atem belästigt mich. Und selbstverständlich habt ihr dem zugestimmt. Nein, ich stehe im engen Kontakt mit den verborgenen Wappenträgern. Sie hoffen, dieses Frauenzimmer Kariel zu töten. Das sage ich doch. Ihr wart einverstanden, die Dokumente gegen ihren Aufenthaltsort einzutauschen. Der Ring der Dolche hatte, was ihr wollt. Genug Gerede über Spionagenetzwerke. Wir sprechen heute Abend noch einmal darüber. Aber ein cooler Effekt, muss ich sagen. Sehr gut gemacht. Welche Erklärung habt ihr dafür, Exe? Wir hatten eine Abmachung. Ja, Argonia. Ich erinnere mich ziemlich gut an die Einzelheiten dieser Abmachung. Und der Verlust von 100 Soldaten war darin nicht vorgesehen. Ah, ihr reagiert beide lieber. Was kümmern euch einfache Fußsoldaten? Ihr habt beide eure Lieferungen erhalten. Diese Art Angriff erregt Aufmerksamkeit, Exe. Trickst uns noch einmal aus, dann werdet ihr erfahren, dass Katzen die deutlich schärferen Krallen haben. Da ist offenbar ein Streit im Gange.
gerade mit den Fäusten zugeschlagen? Wir haben eine Möglichkeit, den Schlachtentrupp zu ersetzen. Irem könnte als Oberbefehlshaberin des Militärs schnell entfernt werden und vielleicht durch einen von uns ersetzt werden. Verlocken, Rendro! Ich spreche mit den verborgenen Wappenträgern und erfrage die Art der Bezahlung. Warte doch nicht Ihr lächerliches Angebot ab, Rendro. Der Ring der Deutschen hat das kommen sehen. Wir hätten da ein unverbindliches Angebot. Hier. Drei Anwesen in Cyrodiil, ein Landstrich in Steinfälle. Ist dieses Angebot nicht ein bisschen zu voreilig, Rendro? Die Echse hat recht, Castell. Euer nächstes Angebot sollte lieber nicht auf Versprechen und Lügen basieren. Ich versuche mal da vorbeizuschleichen. Wir müssen den Leuten das Handwerk legen, die haben Unrechtes getan. Vor allem, die haben auch gesagt, Königin Irem ersetzen. Das kann ich aber nur gar nicht hinstellen. $41, lecker. Hallo, darf ich hier mal durch? Was war denn das gerade? Alter, ich... Oh, ein eleganter Hut, cool. Der ist gar nicht mal so schlecht. Ich glaube, den nehme ich. Der hat ein bisschen mehr Effekt, bessere Effekte. Boah, ein neuer Ring. Ausdauer. Nehme ich mal das hier. Ja, nehme ich mal das hier weg. Dass die auch keine Chance haben, ne? Die Armen. Vor dem Schlag abgehalten. Tötet Kryn Rendro. Rendro. Wen haben wir denn noch? Wir haben General Badet in Blut und General Castell. Also von jeder Fraktion eine. So, dann wollten wir mal sterben, ne?
Zum Gruße. Hey, wir haben in der Truhe einen Dietrich. Das muss man sich mal vorstellen. In der Truhe einen Dietrich. Mit dem kann man Truhen öffnen. Mit dem Dietrich. Ja, gut, wir hätten die Verschwörung dann besiegt. Weil wie sie eine Intrige geschmiedet haben, das ist ja der Hammer. So nach dem Motto, Königin Eiren ersetzen und Co. Aber ich glaube nicht, dass die Rasundar und Co. dann besiegt hätten können. Das glaube ich nicht. Wo ist Ras eigentlich? Die habe ich lange nicht mehr gesehen. Es ist vollbracht. Der Bastard ist tot. Hab Dank. Eure Hilfe war unschätzbar wertvoll. Danke. Dank dessen, was wir hier heute getan haben, können sämtliche Mitglieder des Dominions wieder etwas ruhiger schlafen. Königin Eiren ist nicht hier, um euch mit einem schicken Zepter oder einem hochtrabenden Titel zu belohnen. Nur ich. Aber meinen Dank habt ihr. Treter des Verräters. Habe ich bekommen. Gut. Ihr habt das abtrünnige Auge der Königin besiegt. Das an Auge auch noch. Ein ehemaliges Auge. Oh, Klingmantel kann nun verändert werden. Sehr gut, wir hätten dann also einen Ort komplett vom Pack gesäubert. Da oben ist es noch ein bisschen... Da will ich hin. Mach ich mal hier so ein... Lalalala. Gut. Ich glaube, jetzt kann ich die Folge beenden, ne? Und danach ziehen wir nach oben. Gen Norden, da in diesem kleinen... Hier, dieser... Ist die Musik neu? Dieser kleine Fleck hier. Da will ich hin.